117 Tage nach dem zweiten vollintegrierten Starship-Testflug brach ein weiterer Starship Super Heavy Stack zu einem Versuch auf, einen Orbit zu erreichen. Das war auch der Tag, an dem SpaceX den 22. Geburtstag feierte und zufälligerweise war der 14. März auch Pi-Tag. Auf Deutsch funktionieren die Wortspiele damit leider nicht so gut, also erspare ich dir an dieser Stelle ein paar schlechte Wortwitze. Zunächst einmal war IFT 3 ein großer Erfolg, obwohl sie im Gegensatz zu IFT 1 und 2 nicht alle ihre Testziele erfolgreich abgeschlossen haben. Es hat ein paar Schwierigkeiten gegeben, die wir uns jetzt genauer ansehen. Wenn du meine Analysen zu den ersten beiden Testflügen noch nicht gesehen hast, dann würde ich dir empfehlen, das nachzuholen. Die Videos sind natürlich in der Beschreibung unten verlinkt. Am 14. März 2024 startete Starship erfolgreich um 14.25 Uhr zentraleuropäischer Zeit von Starbase in Texas und erreichte mehrere wichtige Meilensteine und Premieren. Zum zweiten Mal starteten alle 33 Raptor-Triebwerke des Super Heavy Boosters erfolgreich und die Zündung verlief während des gesamten Aufstiegs planmäßig. Starship führte zum zweiten Mal das sogenannte Hot Staging Manöver durch und schaltete alle außer drei Raptor-Triebwerke des Super Heavy ab und zündete erfolgreich die 6 Raptor-Triebwerke der zweiten Stufe, bevor die Fahrzeuge getrennt wurden. Das Hot Staging war beim zweiten Flug eingeführt worden und hat beim letzten Mal zu einer ganzen Reihe von Komplikationen geführt, die sie aber dieses Mal in den Griff bekommen haben. Auch zum Hot Staging habe ich eine eigene Ausgabe produziert, das findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. In erster Linie hat man die Probleme mit Software-Updates behoben. Dabei wurde einfach das Manöver bzw. das Flugprofil während dieser Phase geändert. Nach der Trennung führte der Super Heavy Booster erfolgreich sein Flip-Manöver durch und absolvierte einen vollständigen Boostback-Burn, um ihn zu seinem Aufschlagpunkt im Golf von Mexiko zu schicken. Das ist hier schön zu sehen, wie zu den drei innersten Raptoren die 10 des mittleren Ringes der Reihe nach anspringen. Eine Sache, die ich anfangs für einen Fehler gehalten habe, ist sehr interessant. Hier ist nämlich zu sehen, wie die eben angesprungenen Triebwerke wieder nacheinander abgestellt werden. Aber die geordnete Reihenfolge lässt mich glauben, dass das alles Teil des Manövers war. Denn obwohl die inneren 13 Raptoren über elektrische Schubvektorsteuerung verfügen, so kann man den Booster auch steuern, indem man die Triebwerke selektiv zündet bzw. abdreht. Nachdem alle Triebwerke die volle Dauer des Boostback-Burns planmäßig absolviert hatten und abgestellt waren, ging es darum, das B10 mit Hilfe seiner Gridfins zur designierten Stelle im Golf von Mexiko steuert. Und hier wird es mega interessant. Es ist zu erkennen, dass die Steuerautorität der Gridfins in den höheren und dünneren Lagen der Atmosphäre ideal ist. Der Booster schwenkt einige Male hin und her und lotet die Grenzen aus. Alles wirkt bisher noch sehr kontrolliert. Aber als der Booster in die dichteren Schichten der Atmosphäre fiel, geriet er in eine Art Oszillation und die Gridfins schafften es aber nicht mehr, den Booster unter Kontrolle zu bringen. Wenn man genau schaut, sieht man, dass die Gridfins etwas ruckartig rotieren. Sie bewegen sich nicht mit der Geschmeidigkeit, die wir von den Falcon 9 Boostern gewohnt sind. Ist aber auch kein Wunder, wenn diese Prototypen monatelang in der gnadenlosen, salzigen Umwelt von Boca Chica herumstehen. Der Plan und auch Missionsziel war es, den Booster mit einer weiteren Zündung der Triebwerke weich im Wasser zu landen. Aber dieses Testziel wurde nicht erreicht. Kurz vor der 7-Minuten-Marke zündete Super Heavy erfolgreich zuerst ein, dann insgesamt 3 Triebwerke für die Landung. Dann fielen ganz schnell 2 Raptoren aus, bevor das Fahrzeug eine RUD, das ist SpaceX-Sprache für unvorhergesehenen, schnellen Zerfall, erlebte. Der Flug des Boosters endete in etwa 462 Metern Höhe und knapp 7 Minuten nach Beginn der Mission. Zurzeit ist aber noch nicht klar, ob der Booster explodiert ist oder vom Selbstzerstörungsmechanismus terminiert wurde. An dieser Stelle hatte das Schiff schon eine Höhe von 144 km und eine Geschwindigkeit von fast 17.000 km pro Stunde erreicht.
Die 6 Raptor-Triebwerke der zweiten Stufe von Starship starteten alle erfolgreich und brachten das Fahrzeug in seine erwartete Umlaufbahn, wodurch S28 das erste Starship wurde, das seine Triebwerke im vollen geplanten Umfang zündete. Auch wenn die Umlaufbahn geplanterweise eine suborbitale ballistische Bahn war, so hat man sich ganz bewusst und aus Sicherheitsgründen dafür entschieden, damit für den Wiedereintritt keine Zündung der Triebwerke notwendig werden würde. Während der ballistischen Flugphase erreichte Starship mehrere zusätzliche Ziele des Flugtests, darunter das Öffnen und Schließen seiner Nutzlasttür, auch bekannt als Pets Dispenser. Auch wenn SpaceX dieses Missionsziel als vollen Erfolg markiert, so hat dieser Meilenstein nicht so sauber ausgesehen. Es hat gewirkt, als hätte irgendetwas geklemmt. Und ob die Tür dann ganz geschlossen wurde, ist auch nicht ganz klar. Was aber in meinen Augen unheimlich interessant war, war es die Luft in der Nutzlastbucht, aus der sich öffnenden Tür entwichen ist. War mega cool mit anzusehen. Außerdem führte Starship die Treibstofftransferdemonstration durch. Dazu war SpaceX von der NASA im Tipping Point Vertrag im Rahmen des Artemis Programms für 53 Millionen US-Dollar verpflichtet worden. Dabei wurde flüssiger Sauerstoff vom Header Tank in den Haupttank gepumpt. Klingt leicht, ist es aber nicht. Denn es handelt sich um kryogenen Treibstoff und das Ding befindet sich während dieser Operation im Erdorbit. Starship versuchte aufgrund der Rollraten des Fahrzeugs während der Coasting-Phase nicht wie geplant einen Raptor wieder zu zünden. SpaceX hat gewöhnlich Kameras innerhalb der Tanks, damit sie keine Vermutungen anstellen müssen. Aber ich hatte keinen Zugriff auf dieses Footage. Daher vermute ich, dass dieses Rollen dazu geführt hat, dass der Treibstoff nicht mehr am Boden der Tanks liegt, sondern frei herumschwebt. Die Ergebnisse dieser Demonstrationen werden nach Abschluss der MISAP-Untersuchung vorliegen. Hier ist noch eine stabilisierte Version dieser Phase, die zeigt, wie sehr das Schiff eigentlich schon aus der Kontrolle war. Meine Vermutung für den Kontrollverlust ist, dass das Schiff eigentlich die Kontrolle wieder erlangen hätte können, wenn es ausreichend Gas für die Lageregelung dabei gehabt hätte. Aber Starship nutzt für die Lageregelung das Gas aus den Tanks, das auch für die autogene Druckbeaufschlagung verwendet wird. Das bedeutet, der tiefkalte Treibstoff wird durch kleine Kanäle durch die Wände der Triebwerke gedrückt, um diese zu kühlen. Dabei erwärmt es sich und geht in den gasförmigen Zustand über. Dieses Gas wird über weitere Leitungen zurück in die Tanks geführt, wo es für den notwendigen Druck sorgt. Ein Teil dieses Gases wird in den aktuellen Versionen für die Lageregelung verwendet. Und meine Vermutung ist, dass in den Tanks nicht mehr ausreichend Gas vorhanden war, um den notwendigen Druck aufrechtzuerhalten und Lageregelung durchzuführen. Wenn sie noch mehr Gas aus den Tanks verbraucht hätten, hätte das Schiff wahrscheinlich zu wenig Druck in den Tanks, um den Wiedereintritt zu überleben. Also hat man sich gegen die Lageregelung und für die Aufrechterhaltung des Drucks in den Tanks entschieden. SpaceX hat hier wichtige Lektionen gelernt. Starship erlebte seinen ersten Eintritt aus dem Weltraum, wobei wertvolle Daten zu Hitzeentwicklung und Fahrzeugsteuerung während des hypersonischen Wiedereintritts gewonnen wurden. Live-Bilder des Eintritts wurden durch Starlink-Terminals ermöglicht, die auf Starship betrieben wurden. Als das Schiff in die Erdatmosphäre eintauchte, konnte man erkennen, dass die Steuerflächen ziemlich gute Steuerautorität haben. Aber zu dem Punkt ist das Taumeln schon zu wild, um es noch in den Griff zu bekommen. Dieser X-User hat den Wiedereintritt und das Taumeln in einem 3D-Programm animiert. Das verdeutlicht noch einmal, wie unkontrolliert diese Phase des Fluges war. Der mit Abstand coolste Punkt des gesamten Testfluges war erreicht, als sich zuerst Hitze bildete und kurz darauf war schon Plasma zu erkennen. Sieh dir diese unglaublichen Aufnahmen an, die wir live aus dem Orbit bekommen haben. Das Taumeln könnte aufgrund des Treibstofftransfers passiert sein, könnte aber auch damit zusammenhängen, dass SpaceX vermutlich versucht hat, die Lageregelung zu kalibrieren und dabei haben sie die Kontrolle verloren. Der Abschluss des Fluges erfolgte während des Eintritts, wobei die letzten Telemetriesignale über Starlink von Starship etwa 49 Minuten nach Beginn der Mission empfangen wurden. Das bedeutet, dass man nach 49 Minuten den Kontakt zum Schiff vollständig verloren hatte. Vermutlich ist Starship irgendwo im geplanten Korridor nordwestlich von Australien im Indischen Ozean auseinandergebrochen und verglüht.
Zumindest solange wir Bilder aus dem Orbit bekommen haben, war zu sehen, dass das Plasma dem Hitzeschild nicht viel anhaben konnte. War allerdings auch erst die dünnste Schicht der Atmosphäre. Nun geht es darum, alle Daten zu analysieren, während andere Teams die nächsten Starship- und Super Heavy-Fahrzeuge auf bevorstehende Flüge vorbereiten. SpaceX will im Laufe des Jahres die Startkadenz stark erhöhen. Im Moment stehen 4 Booster und 4 Schiffe bereit für weitere Testflüge. Aber es wird niemand irgendwohin fliegen, solange die Untersuchung dieses Tests nicht abgeschlossen ist. Zur Klarstellung, die Untersuchung wird von SpaceX durchgeführt. Die Ergebnisse werden der FAA vorgelegt und diese segnet die Untersuchung dann ab oder auch nicht. So eine Untersuchung wird nach jedem Flug durchgeführt werden, solange nicht das gesamte Missionsprofil einwandfrei absolviert wird. Erst mit einer abgeschlossenen Untersuchung kann und wird die FAA die Startlizenz für IFT-4 erneuern. Dieser Prozess ist Teil der agilen und iterativen Entwicklung. So ist es auch bei der Falcon 9, bei Dragon und Starlink vonstatten gegangen. Wenn du dir den ganzen Start im direkten Vergleich mit IFT 1 und 2 ansehen willst, kann ich dir das Video empfehlen, das Flo geschnitten hat. Es ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mega gute Arbeit von Flo. Kann dir auch empfehlen, ihm auf X zu folgen. Da hält er uns mit den aktuellsten Infos rund um die Raumfahrt auf dem Laufenden. Danke an alle Kanalmitglieder, Patrons und alle die Mars-Chroniken tatkräftig mit Superchats, Superthanks und auf andere Art und Weise unterstützen. Ihr ermöglicht, dass ich euch diese Videos produzieren kann. Wenn auch du Mars-Chroniken unterstützen möchtest, damit ich das auch weiterhin machen kann, dann findest du alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung natürlich. Mein Name ist Sirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.